Bevor das Video losgeht, möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass ich heute in Unterhosen drehe, aber euch das eigentlich sowieso nicht betrifft. Ja, wir reden heute darüber, warum ich auf US-Comics umgestiegen bin und wie ich das Ganze handhabe und ja, ich habe mir ein paar neue US-Comics geholt und die möchte ich heute mit euch durchgehen. Bevor es losgeht, möchte ich einfach nochmal die Frage beantworten, weil mich immer wieder Leute fragen, warum bist du auf US-Comics umgestiegen? Nein, Freunde, ich bin nicht direkt auf US-Comics umgestiegen. Nur, ich weiß nicht, ob es jemandem da draußen auch so geht, aber ich habe, wenn ich so englische Comics in der Hand halte, irgendwie viel mehr dieses Original-Feeling als bei deutschen Heften. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie Bock, mir ein paar US-Comics zu holen. Gleichzeitig sind das auch Titel, die es eventuell gar nicht auf Deutsch schaffen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar, glaube ich, dass sie diese Titel schaffen werden. Aber wo ich einfach die gleich lesen wollte und dann, ja, mir gedacht habe, ich hole mir die einfach mal auf Englisch. Die Sache ist die, ich war letztens in Wien im Comic-Treff und dort habe ich, die haben halt eine fette Auswahl an US-Comics und deswegen habe ich mir da ein paar US-Comics mitgenommen. Und ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und die habe ich mir halt bestellt und jetzt sind die da. Wir gehen jetzt einfach mal das Ganze durch. Also einfach, um die Frage zu beantworten. Nein, ich steige nicht direkt auf US-Comics um. Ich werde mir nur ein paar Titel als englische Hefte holen. Ich hoffe, das ist für euch verständlich. Das Ding ist halt, wie gesagt, es gibt mir persönlich ein bisschen mehr Original-Feeling und ja, ich lese halt allgemein lieber Hefte und kann es früher lesen und ja, mach das einfach bei ein paar Sachen. Das erste ist hier durcheinander. Oh, da bin ich schon mega gehypt. Nämlich Action Comics 1029. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine gute Ausgabe, um einzusteigen bei dem Infinity Frontier, weil ihr habt ja, glaube ich, letztens gesehen, habe ich das in einem Video gezeigt, dass ich mir englische Comics geholt habe? Ich hoffe, habe ich mir die Infinity Frontier Ausgabe geholt. Die liegt da noch da vorne, weil ich die gestern erst angefangen habe zu lesen. Und ja, da geht es ein bisschen so mit deinem neuen Superman zu. Und der wird jetzt schon angeteasert. Ich habe auch gesehen, er bekommt eine Reihe von Tom Taylor geschrieben. Die werde ich mir definitiv holen, weil ich liebe Tom Taylor. Und ich habe mir gedacht, ich fange jetzt mit Action Comics einfach mal bei 1029 an. Ihr seht, man muss keine Nummer 1 finden, um einzusteigen, Freunde. Ihr könnt bei jeder Heftreihe mittendrin anfangen. Es ist eigentlich, man kommt überall rein. Also für die ganzen Neueinsteiger, ihr müsst keine Nummer 1 finden, damit ihr einsteigen könnt. Wenn ihr wollt, dann holt euch einfach eine Heftreihe. Und dann habe ich hier gleichzeitig auch noch 1030, was ein wunderschönes Cover ist. Finde ich richtig schön und ich bin gespannt, diese zwei Ausgaben werden dann auch entscheiden, ob ich dranbleibe. Ich sehe die Zeichnungen und scheiße, sehen die gut aus. da werde ich definitiv dranbleiben, das kann ich euch jetzt schon voraus spoilern. Dann habe ich mir auch Nocterra, das zweite Heft, geholt. Es sieht richtig gut aus und das erste Heft war richtig schön. Ich bin so gespannt, was sich mit den ganzen Charakteren auf sich hat. Ich mag das einfach, weil man kennt diese Charaktere noch nicht. Das sind keine Marvel- und DC-Charaktere. Hat aber trotzdem so ein bisschen Touch von Batman irgendwie, weil ich weiß nicht warum, aber Scott Snyder an Batman ist einfach ein Motherfucker. Und hat für mich einfach so ein bisschen so diese düsteren Vibes und das ist das, was mir auch so gut gefällt und ich mag es halt gerne, neue Charaktere zu lesen, weil man kennt die Charaktere noch nicht, man muss die kennenlernen und man hat meistens immer ein bisschen was Neues dabei. Das nächste ist das Comic von John Wick, also von Keanu Reeves, der hat ja mitgeschrieben, beziehungsweise die Idee gehabt oder irgendwie so. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Das erste Heft war vielversprechend, war schön, das erste Heft war halt so eine Klopperei mit Einführung und das war es auch schon, weil in einem Heft kann man jetzt nicht wirklich viel erzählen, aber ich finde es wunderschön, wie ihr es hier seht. Das Cover sieht einfach wirklich bombastisch aus und das erste Heft hat mir sehr gut gefallen, werde ich mir auf jeden Fall weiterholen. Und dann auch zu meinem Highlight, oh, sieht so gut aus, ich freue mich so, nämlich Geiger Nummer 1. Ich habe immer Geier gesagt, ich so zum Comicshop, jo, ich hätte gerne Geiger Nummer 1 und die so, du meinst Geiger, oder? Warum hole ich mir das Ganze? Jeff Jones und Gary Frank machen einen Comic, das sind die Dudes, die Doomsday Clock, Shazam und viele andere Titel gemacht haben. Und damn son, ich bin sowas von gehypt und es sieht so geil aus. Ich mag ja einfach Gary Frank als Zeichner so gerne und Jeff Jones ist ein richtig guter Autor. Ich habe mittlerweile schon ein paar Reviews gesehen und die haben alle gesagt, dass es ziemlich basic ist, aber mal gucken. Ich finde, es sieht verdammt gut aus und ich bin so gehypt. Ich mag Gary Frank einfach zu gerne und wir werden sehen, ob das dann wirklich was kann. Mal gucken, ich mache eigentlich zu so unbekannten Sachen keine Reviews, aber
Vielleicht mache ich mal so eine Review-Folge, wo ich so Sachen wie Nocterra und Geiger bespreche. Das waren meine US-Comics, die ich mir geholt habe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch eigentlich auch US-Comics holt oder sagt, nee, ich verstehe es nicht. Oder sagt, oh, ihr mögt das einfach nicht, weil die Papierqualität zu schlecht ist. Oder, und übrigens bei Geiger hier, das ist eine richtig gute Qualität. Da bin ich gerade mega verwundert. Ja, und schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr schon mal Englisch-Comics geholt habt oder ob das macht. Das war's für mich. Schönen Tag, schönen Abend. Ciao.